So, wieder ich und mein komischer Cinquecento. Ich habe Haufen Teile eingekauft, unter anderem eine komplette Bremsanlage. Und die werde ich jetzt hier in diese Kiste einbauen. Ich bin auf einem öffentlichen Platz. Ich hoffe, mich verjagt hier keiner. Denn ich habe vom Haus keinen Platz und auch keine Werkstatt oder ähnliches. Daher muss ich alles selber zusammenbasteln. Und das ist ein bisschen blöd. So, ein kleiner Überblick über meine kleine Werkstatt hier. Hier sieht man die alten Bremsscheiben. Dick dürften sie genug sein. Schön mit Absatz. Ja, dann habe ich hier die Belege. Der eine und der andere. Ja, die sehen eigentlich noch brauchbar aus. Dann eine Scheibe, waren mal fette Alufelgen drauf, glaube ich. So, man glaube es nicht, es ist auseinander. Man sieht schon den defekten Stoßdämpfer, der alles mit Öl vollsifft. Hier habe ich den wunderschönen Bremssattel in der Hand. Gummi leicht porös, wobei geht noch. Und das beste Kunstwerk ist hier die Radnabe. Da hat irgendein Idiot die komischen Schrauben abgerissen oder abgeschnitten, damit irgendwelche komischen Alufelgen hier drauf passen. Super Sache. So, ein kleiner Vergleich. Neue Belege, alte Belege. Und daneben die tolle Bremsscheibe und der Sattel. Und jetzt baue ich das Ganze weiter hier zusammen. Hoffe, dass das Ding hinterher auch noch bremst und ich die Scheibe vernünftig hier befestigt bekomme. Also wie gesagt, ich muss beim nächsten Mal, wenn ich hier die Stoßdämpfer mache, glaube ich, das Radlager einfach austauschen. Dann ist das Problem auch erledigt. Cinquecento-Bastlerei, die Fortsetzung. Ich verliere langsam voll die Lust. Schlachtfeld sieht etwa so aus. Und jetzt habe ich die andere Seite langsam fertig. Scheibe und Belege sind drin. Leider sind die Belege etwas zu dick. Deswegen kommt auf eine Seite unvorbildhaft ein alter Beleg und auf die eine ein neuer. Denn ich glaube nicht, dass ich den Wagen jemals durch den TÜV bekommen werde. Naja, Spurstangenköpfe kann ich das nächste Mal, wenn ich Aggression habe, mich ausleben. Heute schaffe ich es nur noch, glaube ich, die Vorderbremse fertig zu machen oder mir die hintere anzuschauen. Aber bei den Vorankommen und der Tatsache, dass hier diese kleinen M12-Muttern fehlen, normalerweise um die Scheibe festzumachen, ist es ein Graus. Also würde ich mir, wenn für Sicherheit, wahrscheinlich ein Radlager bestellen müssen für die rechte Seite und diese Muttern irgendwo her auftreiben. Genau, der Bremssattel ist zusammen, Splint ist drin. Ja, Stoßdämpfer auf der Seite leckt nur Öl. Ist auch kein Stück besser als auf der anderen. Und hier hat er auch irgendwie vom Bordstein guten Schlagseite bekommen, dass der ganze Lack abgeblättert ist. Ja, ansonsten kann ich euch mal zeigen, wie der Wagen von unten aussieht. Und das ist Cinquecento von unten. Wir haben hier schon ein Loch. Tank ist sogar neu. Das hätte ich auch nicht gedacht. Dann hier halt die Schwäber, die sind eigentlich brauchbar. Unterboden an sich ist noch in ein Stück. Auspuff ist neu. Ja, ich sehe da Bremsleitung am Rosten. Also alles, was man unbedingt wissen muss, um froh und fröhlich zu sein. Und jemand hat sich hier schon mit den Schwellern ausgiebig, glaube ich, beschäftigt, so wie die aussehen. Naja, was will man für 130 € erwarten? So, die Räder sind dran. Noch Wagen hier, bauen ein bisschen Zeug. Oh, jetzt müssen wir mal wieder in die Kiste rein. Da muss man ein bisschen pumpen, bis sich der ganze Mist sortiert hat. Und jetzt teste ich mal die tollen Bremsen. Ich räume hier erstmal auf, weil ich eh nach Hause muss. Also eine Runde aufräumen. Reichlich Platz für so tolle Dinge wie Wagenheber.
anderen Wagenheber. Dann habe ich hier noch ein Griffchenwagenheber. Werkzeugkoffer. Ja, so ist das in der großen Stadt. Da gibt es keine. Muss man sich entweder direkt die Mietwerkstatt nehmen. Da tickt aber die Uhr. Oder ein ruhiges Plätzchen suchen. So wie ich jetzt. Und hoffen, dass keiner einen vertreibt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Was sicherlich Autoreparieren heutzutage ist. Denn das tun nur noch irgendwelche komischen Ausländer und sonstige Leute. Weil das, was ich hier mache, würde ich weniger als reparieren, aber mehr als zusammenflicken, pfuschen bezeichnen. Denn eigentlich weiß ich nie, ob es gut geht. So, ein wunderschöner Werkzeugkoffer. Mal alles wunderschön in Cinquecento. Da habe ich noch die restlichen Teile, einen kompletten Satz Spurstangenköpfe plus die Bremse hinten. Die wird wahrscheinlich der Bestandteil unseres nächsten Videos werden. So, die Müll würde ich leider nicht in den öffentlichen Mülltonnen entsorgen, weil vor mir kamen dann auch viel mehr Leute auf die Idee, diese mit Zeug vollzustopfen. Also werde ich ganz legal zur Mülldeponie fahren, wie sich's gehört. Genau, jetzt dadurch, dass ich Bremsen verbaut habe, habe ich hoffentlich eine bessere Bremsleistung. Ich muss den lieben Herrn nicht ständig herausfordern, wenn ich hier mit diesem Ding Gegenfahre. Anstegerät. Ich habe bei der Schaltung da diese Überdeckung weggemacht, weil die war nur kaputt und eigentlich muss ich das Ganze auch hier schmieren. Ja, und jetzt bremse ich mal eine Runde. Ich weiß gar nicht, wo ich den Selfie-Stick reinbasteln soll. Okay, GoPro als Beifahrer in Cinquecento. Halten wir fest, ich bin mit der Reparatur halbwegs fertig, zufrieden bin ich nicht. Das Reparieren von Schrottautos ist auf jeden Fall im Computerspiel Jalopy viel einfacher als in der Wirklichkeit. Ich habe die Bremsen eingebaut, aber ich habe sie scheiße eingebaut, weil mir, so wie gesagt, die passenden Muttern gefehlt haben und ich nicht die Zeit habe, da hinterher zu fahren, weil ich heute noch arbeiten muss. Dann habe ich den, ja, wollte ich den Bremssattel nicht kaputt machen und habe den nicht komplett zurückziehen können. Somit gingen die neuen Bremsbeläge nur zum Teil rein. Das heißt, auf der einen Seite habe ich einen alten, auf der anderen habe ich einen neuen, was auch total kacke ist. Naja, der Wagen bremst ein wenig besser, aber es ist trotzdem, ob man, weiß ich nicht, in irgendwas reinlaufen würde. Kuhscheiße oder sowas, so fühlt sich das an. Und wenn man voll reinlatscht, dann blockieren natürlich auch die Räder problemlos. Aber es ist trotzdem komisch, vielleicht ist es einfach die Eigenart des Bremssystems hier oder der Bremskraftverstärker ist kaputt oder ähnliches. Naja, also dieses Auto ist eh für mich als so eine Art Challenge gedacht, weniger ernsthaft damit viel rumzufahren, weil dafür ist es einfach, glaube ich, zu kaputt. Und ja, was auch noch ein wichtiger Faktor ist, ich glaube, ich zweifle mehr an meinen Fähigkeiten, wenn ich hier Sachen sehe und da bin ich einfach gespannt, wie weit ich hier komme. Und ja, heute habe ich mich noch beherrschen können, aber ich glaube, ein anderes Mal gehen mir hier eher die Nerven durch beim Auseinanderschrauben von dieser Schrottkiste. Ja, schauen wir mal. Also ich würde auf jeden Fall mir noch ein Radlager besorgen und diese berühmt-berüchtigten Befestigungsmutternbolzen für die Belege und Trommeln, sonst brauche ich hinten nichts auseinanderzubauen. Wahrscheinlich sind hinten auch die Zylinder kaputt, das werde ich dann auch sehen. Ja, ich besorge mir ein Radlager, dann habe ich zumindest keine Schraubenstümmel irgendwo drin.
Ja, und sonst stehen noch Stoßdämpfer, Spurstangenköpfe hier an. Und ich glaube, viel mehr werde ich hier nicht machen. Vielleicht noch einen Kühler. Dann dürfte das erstmal zum Fahren reichen, bis der TÜV runter ist. Und ja. Also Schrottkarren sind kein Geschäft für arme Leute. Ich habe 4 Euro für ein Bahnticket ausgegeben, um das Auto abzuholen. Dann haben die Kennzeichen 37 Euro gekostet. Dann hat die Zulassung des Wagens 39 Euro gekostet. Dann habe ich 15 Liter eingetankt und noch ein bisschen Öl und Warmweste gekauft. Das sind dann 38 Euro gewesen. Und dann habe ich mir Bremsen bestellt. Das waren 99 Euro. Also haben wir schon ein bisschen was zusammen. Und ich denke, das wird nicht die letzte Ausgabe sein. Daher schauen wir mal, wie weit ich mit diesem Auto komme. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Okay, jetzt habt ihr die Cinquecento-Fahrer-Ego-Perspektive dank Selfie-Stick. Ich optimiere sie noch ein wenig. Zum Glück gibt es hier ein dickes Loch. Okay, GoPro als Beifahrer im Cinquecento. Ich fahre die ersten Meter vorsichtig, damit ich die Bremsen zerlegt habe. Halten wir fest, ich bin mit der Reparatur halbwegs fertig, zufrieden bin ich nicht. Das Reparieren von Schrottautos ist auf jeden Fall im Computerspiel Jalopy viel einfacher als in der Wirklichkeit. Ich habe die Bremsen eingebaut, aber ich habe sie scheiße eingebaut, weil mir, so wie gesagt, die passenden Muttern gefehlt haben und ich nicht die Zeit habe, da hinterher zu fahren, weil ich heute noch arbeiten muss. Dann habe ich den, ja, wollte ich den Bremssattel nicht kaputt machen und habe den nicht komplett zurückziehen können. Somit gingen die neuen Bremsbeläge nur zum Teil rein. Das heißt, auf der einen Seite habe ich einen alten, auf der anderen habe ich einen neuen, was auch total kacke ist. Naja, der Wagen bremst ein wenig besser, aber es ist trotzdem, ob man, weiß ich nicht, in irgendwas reinlaufen würde. Kuhscheiße oder sowas, so fühlt sich das an. Und wenn man voll reinlatscht, dann blockieren natürlich auch die Räder problemlos.
Aber es ist trotzdem komisch. Vielleicht ist es einfach die Eigenart des Bremssystems hier oder der Bremskraftverstärker ist kaputt oder ähnliches. Naja, also dieses Auto ist eh für mich als so eine Art Challenge gedacht, weniger ernsthaft damit viel rumzufahren, weil dafür ist es einfach, glaube ich, zu kaputt. Und ja, was auch noch ein wichtiger Faktor ist, ich glaube, ich zweifle mehr an meinen Fähigkeiten, wenn ich hier Sachen sehe, und da bin ich einfach gespannt, wie weit ich hier komme. Und ja, heute habe ich mich noch beherrschen können, aber ich glaube, ein anderes Mal gehen mir hier eher die Nerven durch beim Auseinanderschrauben von dieser Schrottkiste. Ja, schauen wir mal. Also ich würde auf jeden Fall mir noch ein Radlager besorgen und diese berühmt-berüchtigten Befestigungsmutternbolzen für die Belege und Trommeln, sonst brauche ich hinten nichts auseinanderzubauen. Wahrscheinlich sind hinten auch die Zylinder kaputt, das werde ich dann auch sehen. Ja, ich besorge mir ein Radlager, dann habe ich zumindest keine Schraubenstümmel irgendwo drin. Ja, und sonst stehen noch Stoßdämpfer, Spurstangenköpfe hier an. Und ich glaube, viel mehr werde ich hier nicht machen. Vielleicht noch einen Kühler. Dann dürfte das erstmal zum Fahren reichen, bis der TÜV runter ist. Und ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Spaß daran habt und wollt, dass ich hier auf jeden Fall mehr dran repariere, dann schaut fleißig diese Videos an oder weiß was ich, spendet mir Geld für Ersatzteile hier für die Schrottkiste. Ja, und wer damit rumfahren will, nur zu. Bis dann. Also Schrottkarren sind kein Geschäft für arme Leute. Ich habe 4 Euro für ein Bahnticket ausgegeben, um das Auto abzuholen. Dann haben die Kennzeichen 37 Euro gekostet. Dann hat die Zulassung des Wagens 39 Euro gekostet. Dann habe ich 15 Liter eingetankt und noch ein bisschen Öl und Warmweste gekauft. Das sind dann 38 Euro gewesen. Und dann habe ich mir Bremsen bestellt. Das waren 99 Euro. Also haben wir schon ein bisschen was zusammen. Und ich denke, das wird nicht die letzte Ausgabe sein. Daher schauen wir mal, wie weit ich mit diesem Auto komme. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.